Immer ein Skoda Fabia von 2008. Bei der Laufleistung und mit den Neureifen, die jetzt hier drauf sind, kann man das hoffentlich gut erkennen. Zähne gehen nur die Idee. Die Zacken gehen hier zu der Spitze mal nach oben. So, und wenn sowas ist, dann ist der Stoß einfach kaputt. Also die Zacken, die gehen immer hier so nach oben, wie Haifischzähne. So nennt man das, Haifischzähne. Jetzt habe ich einen anderen Stoß einfach eingebaut, jetzt erstmal einen gebrauchten, weil der hier, sieht man auch schon hier unten, der ist ziemlich fritte. Weil es ist ziemlich ausgenudelt. Und da auch. Also der hat diese 280.000 gut überstanden. Aber hier oben drin sieht man auch, dass er nass ist. Also das ist ziemlich feucht drin. Wenn man den jetzt... Da ist nichts mehr. Den kann man so hoch und runter ziehen. Normalerweise ist das nicht so. Normalerweise geht er richtig schwer hoch und runter. Ja. Und das Problem ist auch, in der Kurvenlage springt der weg. Also der hat keine gute Kurvenlage mehr, weil der Popo immer zur Seite hinweg springt. Also wenn man fährt dann in der Rechtskurve, dann geht der Arsch so nach links, der springt so rüber. Wenn man nach links fährt, geht der Arsch aber nach rechts rüber. Und deshalb sind hier auch die Zähne. Also hier kann man das auch sehen, dass es so nach vorne gewetzt ist. Wenn es so aussieht, dann sind die Stoßdämpfer kaputt, dann muss man sie tauschen. Manchmal sieht man auch, wenn man hinter dem Auto fährt und über die Stoßdämpfer und die Reifen unterschiedlich auf dem Boden sind. Der rechte ist meistens kaputt. Und dann sieht man, wenn man hinter dem Auto fährt, dass der rechte Reifen immer so springt. Und der linke ist stabil auf dem Boden und der rechte ist mal kaputt. Bei Linksverkehr ist es meistens die linke Seite. Und warum? Weil Abfluss, Bordstein und Gullideckel, ganze Schlaglöcher meist auf der linken Seite sind. Bei uns sind sie auf der rechten Seite. Also, wenn man sowas hat, Haifischzähne oder ein lautes Geräusch beim Abrollen, sollte man darauf achten, Winterreifen, einmal lautes Geräusch, das ist normal.